Wir befinden uns auf einer Mülldeponie. Hier wohnen Menschen. Das grenzlose Gebiet. Wir sind gekommen, hier Kindern Essen zu geben. Wir gucken und die haben gesagt, dass da die trinken Wasser hier aus diesem Brunnen. Das ist der Brunnen, wo das Wasser getrunken wird. Der Brunnen ist nur 6 Meter tief. Die Menschen trinken hier das Wasser, die leben hier. In solchen Häusern kann man sagen. Leider. Die armen Kinder müssen auch trinken dieses Wasser. Da sind wir gekommen. Unsere lieben Geschwister, Kleider für die Kinder gebracht, Essen gebracht, was zum Trinken, Brot. Nadja hat Brot gekocht. О, совсем маленький, он боится здесь, да? Вчера вот тут я такое окно. Не. А, вон кушает. Видишь, как хорошо. Es wohnt eine junge Mutter mit 5 Kindern. Ein Kind ist jetzt vor kurzem vor Hunger gestorben. Das ist das Haus. Da sehen wir, in welchem Zustand leider. Und da nur in einem Zimmer. Ja, da gehen wir jetzt rein. Wir sind gekommen. Die Schwestern sind schon da. Und die geben Essen jetzt. Da gehen wir rein. So, die Schwestern geben Essen hier. Ein Kind jetzt. Das ist die Mutter. Hier hat sie im Stand gelebt. Hier weiß man nicht, wo es mit Ehemann ist. Das ist kein Wasser. Ich wollte wenigstens das Gesicht aufwischen. Das ist kein Wasser, nichts sein. Ne? Die Schwester, Nadja, gut. Смотри, она какая рада. Да? Видишь? Да. Как на меня смотришь, что она сделала чуть-чуть порядок. Да, а? Молодец, слава Богу, молодец. Слава Богу. Вот так мы хотим. Так всегда делает. Так мы хотим. Так мы хотим. Все почистила красиво. Я решила тут так давать. Эй, мота, на меня надо некая музыка, малыш, вот и шапку. Эй, на меня где-то кивозный буят, мой батагерный. А бег малыш, а шаринча, без кивоза, да, тазо. Die Mutter ist 22 Jahre alt. Hat schon 5 Kinder.
Johanna, sie ist verantwortlich hier. Ganz nett. Wieder hier. So. Amanda, wir suchen jetzt arme Familie und geben Kindern Essen. Schwester Prendia, sagen, dass Jesus liebt sie. Das sind die jetzt selber Zigeuner. Papa Jan, sie bekehrt. Jönnek a népek, és segítnek arra rajtatok, és ti nem fogadjátok el az Istent, megkenjük a szívetekkel, és ápad magatokat az Istennek. Szívesen, hogy kell szólni, hogy hívnak járnyom? Egy ilyen, te ide valahogy beregszázol? Várj, egy kicsit. Ott te nem tudod, hogy Isten fogad, hogy elveszíted magad, és a kívül.